Hallo Gamer-Freunde und Ladies, herzlich willkommen zu einem neuen Indie-Horror-Game mit mir, eurem Gastgeber Twitcher, live aus der Gaming-Lounge. Und ich bin heute Fear the Moon, Chapter 1. Da kommen bestimmt noch einige Chapters nach. Okay. Viel Spaß. Ja. Achso, wahrscheinlich, weil ich hier Einstellungen gemacht habe. Wir machen natürlich New Game. Ja. War ein bisschen heller wegen der Tube, nicht wahr? Ja. Okay. Ja, Dinosaurier, Vampir, Werwolf. Es muss alles viel häufiger in Horror-Games kommen. Also, liebe Indie-Entwickler, bitte umsetzen. Dankeschön. That dream again. 2.13. Well, I guess I should get up anyway. Okay, Inspect. I've slept enough. Ja, also ich würde auch immer 2.13 Uhr aufstehen. Ich glaube, da hat man genug geschlafen. 2 Stunden 13, das reicht. Was ist denn das? Achso, ich wollte gerade sagen, es ist ein Durchgang zum anderen Raum. Won't be needing any of that today. Aber du sp. Aber ich höre keine Töne. Was ist hier? Die PlayStation Nummer 1 PSX-Style. Sehr cool. They don't make them like they used to. Ja, das ist wirklich die Krankheit heutzutage. Wo sind wir denn abhanden gekommen, dass die Spiele nicht mehr fertig rausgegeben worden sind? Das ist doch heute auch möglich. Nicht wie nur vor vielen Jahren. No Signal. Ja, ja. Ich hoffe, dass das wieder irgendwann mal realisiert wird. Das ist ja grauenhaft sonst. Oh, wir können auch die Maustaste geklickt halten. Okay, nice gespinnt. Okay. Cool. Was haben wir hier? The phone. Okay. Das zurücksetzen gibt es so gut wie gar nicht, dass man das irgendwie so schief hat und dann. Ah. Okay, check notifications. Oh, schon wieder. Immer dieses Gechecke. Oh, looks like Melissa called me. I guess I should call her back. 2.13, missed call. Okay. Ich schlafe, da kann ich keine Anrufe gebrauchen. Nice day. Sieht bisschen aus, als würde es brennen. Hm. So, okay. Call. Hey Jane, it's been a while. Yeah, it has. However, we've been alright. Yeah, I've been great actually. Just busy. How about you? Doing alright. Not dead. Das ist auch gut, muss ich merken. That's good to hear. I was beginning to wonder. Can get rid of me that easily. Hey, I'm going to back. I'm going to. Yeah. Hey, I'm going to be back in town soon. We should hang out. Was? Hang out in the app oder was? Really? Yeah, that'd be great. Yeah, Jack actually had an idea where we could go on a little camping trip this weekend. Like old times. Would you be interested? Ah, yeah, that could be fun. Warum schreiben die yeah ohne H? Great, I'm so excited. I think James is coming too. Really? What's the occasion? It's a secret. Oh, come on. No. You have to wait. Fine, fine. Okay.
Und schon sind wir unterwegs. Okay. Somewhere Ohio. Das gibt's nicht, oder? Nein. Falls doch, schreibt es mal in die Kommentare. Der Nebel, okay, die Bäume sehen langsam etwas tot aus. Nachtvision. Also, das ist schon toll, wenn man so sehen könnte. Aber in Splinter Cell haben wir ja die Night Vision Goggles. Gut, zurück zu Suri. Jack, well, we're here. Vanessa, this is the campsite? Yeah. Nice, isn't it? I don't know. Ja, Vor- und Nachteile. What do you think? Well, I'm not a fan. Not exactly what I pictured when you said a nice camping trip. My thoughts exactly. Well, at least we can have a fire. We used to hang out near here forever ago. I guess you guys didn't come along. Well, we should start getting things set up before it gets dark. Achtung, Haltung! Habt ihr das gesehen, kurz am Ende? Zack. Okay, okay. Chapter 1, Reunion, okay. Mit dem Titelbild können wir uns bewegen. Nett, nett, nett. Und wir haben einen Körper. Sehr eckig, aber da ist er. Er wird schon wieder gesaufen, ey. Was ist das hier? Hundefutter? Pfanne? Hotdog? Rotation. Reset Rotation, so sieht's aus. Okay, das ist ja blöd. Hotdog! Ja, die Lampe können wir bestimmt gebrauchen. Gut. Aha. Rucksack, Tasche, Backpack, Duffelbag. Gut. James. James. Der irgendwas hier? Ne. Hey, I'm glad you ended up coming. Well, Melissa wouldn't really take no for an answer. But yeah, me too. It's nice to see you. Too. Nee, it's nice to see you. Yeah, you too. Do you need help with anything? Ich schaue immer mal ein bisschen in den Hintergrund, ob wir schon irgendwie was sehen. In den Wäldern hier. Noch nicht. It looks like we've got to buy the firewood on the way here. Melissa won't be too happy about that. Yeah. Yeah. Okay. Hm. There might still be some firewood left over inside a shack. That's near here. Do you think you could go grab it? Sure. How do I get there? Oh, it's not too far. Just follow the right path and you'll find it. All right. I see what I can do. Cool. It's going to get dark soon. Though you should take this. Danke. Thanks. Try not to get lost. Inventory. You can equip items or few objects through your inventory. It can be opened by pressing tab or I. Okay. Oh. Get firewood from the shack in the woods. Oh, okay. Equip. Ah. Okay. Aha. Okay. Hm. So, bevor wir uns aufmachen, möchte ich natürlich nochmal hier ein bisschen... Oh, wir haben Ausdauerbalken. Schön. Jack. No, Jack. So, what do you think of the place? It's cool, I guess. A bit eerie, though, isn't it? Huh, yeah. But that's part of the fun, I guess. Hey, don't worry. If anything comes out to get us... Tonight, I got this baby with me. Thanks, Jack. That makes me feel a bit better. You know, you can always count on me. Wings.
and back to the tent. Hey, sorry if this didn't meet your expectations. I guess I probably should have chose the location. Oh no, it's fine. I'm just glad to see everyone again. Yeah, me too. It'll be fun to hang out once we get everything set up. Yeah, das ist dein Zelt. Oh, was? Ich stand da gerade in der Act. Ey, mach mir nicht so eine Verschmutzung hier, was? That's not the right way. Oh, okay. Da kam aber schnell ein Stopp. Ja gut, ich meine, ihr bist ja eigentlich schon ganz gut geschützt, aber wenn natürlich welche drumherum kommen, dann musst du die Axt nehmen. Okay. Wait, Moment mal, wo ist denn jetzt hin überhaupt der... Der Dings hier, der andere. Das ist ja hier und das ist ja die, aber... Ja, wo ist denn der andere? Die Lampe. Oh, okay. Oh. Ist hier noch was, was wir brauchen? Close, close, close. Wir warten mal kurz, bis die Ausdauer wieder... Ah, ja, die goldene Regel in Indie-Horror-Games. Wir gehen natürlich links lang. Wir haben ja keine Karte. Nope. You can use Shift Key to sprint. Dankeschön nochmal für den Hinweis. Ah, der läuft hier selber rum. Das ist hier ein Übergang. Von dem Weg hier, ja. Oh, hier geht's nochmal hier rüber. Oh, a Raccoon. Okay. Raccoon Noises. Oh, hey, little guy. It seems friendly. I guess it's used to people giving it food out here. Maybe I could find something to give it back at the camp. Oh. Na, die Hot Dogs kann ich dir nicht geben, die sind für uns. Ach Gott. Lass dich nicht fressen. Na gut, schauen wir mal, was wir machen können. Aha. Wollen wir das selber? Fantastisch. It said they stalk the woods at night, forever starving, forever in pain. Aching to fill their empty stomachs, to feast on meat and organs. And once you hear their scratches echoing through the trees, it's already too late. Now it added an inventory. Ich kann ja mal auflassen, damit ich hier den Weg noch weiß. Was knackst hier alle paar Meter? Warte mal, da gehe ich jetzt aber mal zurück. Geh mal hier hinten rum. Hier sieht man ja schon. Genau. Hier sieht man ja schon genau. Lass das mal wieder erholen. Ja, gefällt mir soweit gut. Na, Moment, wir warten noch mal ein bisschen. Da ist er wieder. Was sucht denn der jetzt eigentlich? Ich habe die Aufgabe, das Feuerholz zu sammeln. Der ist irgendwie hier unten unterwegs. Was ist das hier, ein Käfig?
Wie sag mal? James, der James. Wow! Steht auf und das Licht geht an. Okay, hier war. Was ist das für ein Geknackse oder sind das meine Knochen? Bin ich schon so alt? Looks like a cage. What's it doing all the way out here? Also hier passt auf jeden Fall ein Mensch rein. Und viele Waschbären. Was zum Geier sucht der hier? Ist immer irgendwelches Zeug von anderen Campern? Die Flaschen vorher waren bestimmt von uns, aber das hier? Nein, was ist hier? Keep out. Oh. The board seems sturdy. Yes, they really don't want anyone going inside. Not that I would want to anyway. Oh man. Yeah. Kann ich mit dem eigentlich mal kurz hier, James? James! Hey! Get the firewood yet? Where did you say it was? What are you doing out here? Ja, das ist viel interessanter hier. Was machst du hier? Wir sind gar nicht so weit weg. Das sind vielleicht 80 Meter. Oh, I'm just looking for some kind thing to help get the fire started later. Okay. I also wanted to check out the cave. The cave. Just follow the right path from the camping site and keep right. Should be there. Okay, diesmal alles rechts auf der Seite. Aber wie gesagt, wir checken natürlich erstmal die linke Seite ab. Ich finde es ja bei manchen Sachen gut, wenn man das alles wirklich besprechen kann, alles anklicken kann in den Dialogen und die ganze Umgebung erkunden kann. Doch wenn da manchmal eine Zwischensequenz eingeleitet ist, dann hat man keine Chance mehr, das sich anzuschauen. Das finde ich immer sehr schade, wenn das passiert. Creepy, isn't it? Ja, ich weiß, wenn du schon wieder aufstehst, das ist nicht mehr creepy für mich, aber ja, wer es nicht kennt. Oh, James, you scared me. Oh, sorry, haha. Well, where is it saying? The house, you can see it from here. Ja, mit Nebelwand. Oh yeah, I guess it's pretty creepy. Anyway, it's getting dark soon. Be sure not to get lost out here. Wow, was für ein Lampenmove. Alles klar, James. James, James, James. Yeah. Shack key, okay. Oh, alright. Shack key. Notes. Oh, das sind die Notes. Okay. Get the key to the shed from the broken down vehicle. Okay. Got it. Nein! Wait, Moment mal, was? Okay. Ah, schade. Hätte jetzt ein cooles Rätsel sein können und dann irgendwo ein Symbol oder was? Vielleicht ist ja der Hausbesitzer der Werwolf. Der Schutzwall? Hier ist noch ein Pfad. Boah, ich bin echt auf den zweiten Teil gespannt. Vielleicht so eine kleine Rückblende. Ja, falls da wieder viel Zeit dazwischen ist mit den anderen Indie-Horror-Games. So, okay. Kurz mal abwarten, dass wir hier wieder ein bisschen Ausdauer bekommen. Okay, okay. Ja. So, okay. Ist das das hier gewesen? Ja.
Ja. Ah. Das ist hier. Gut. Wie immer, schauen wir uns das mal hier um. Aha, hier geht es dann also rein, aber hier kann ich nicht rum. Warte mal, wieso ist denn hier nochmal eine Tür? Was ist hier drin? Ich kann nicht weitergehen. Wir haben schon wieder beobachtet. Warte mal, ich versuche das mal hier. I can use that here. Okay, kann ich nicht machen. Oh. Können wir hier schon was sehen? Was? Hier? Was steht da? Fear the Moon wahrscheinlich, ja? Das habe ich aber jetzt gar nicht benutzt. Oh. He's watching you. Ja, das habe ich schon wahrgenommen. E und B. Fear the Moon. Accidentally locked the shed on my way out. Whoops. I think the key should be somewhere in that abandoned vehicle on the cliff. Ja, habe ich schon gefunden. Also, I think something might have died in there. The place reeks. Rotation? Note added to inventory. Fear the moon. Ja. Oh, okay. Der Brunnen ist wahrscheinlich mit der Höhle verbunden. Was heilt? Oh. Oh, kommt hier jemand? He's watching you. Ja. Okay. Was haben wir hier? Was? Wieso ist hier nichts drin? Okay. Aber. Okay. Ja, aber hier gibt's doch gar kein Holz. Ah, okay, das ist noch extra, ich dachte. Ah, okay. Oder C, okay. Oh ja, C ist mir lieber irgendwie. Oh. Oh no. Ist noch was anderes? Bärenspray? Warum ist das so komisch runtergemacht? Na gut. Haben wir alles? It's gone pretty dark, I should head back. Ja. Place what looks next to fireplace. Okay. Schaffen wir das noch, oder? Achso, das geht gar nicht. Wood for the fire. Okay. Ach du Scheiße. Ja, ich gehe natürlich hier raus. Ja. Toilette. Ah, gut. Oh. Der Mond ist sehr, sehr nah. Na toll, Ausdauer. Ja. Ich hoffe, die Gegend hat sich jetzt nicht geändert im Dunkeln. Okay. Hey Leute, wie
geht's. Oh, die Zelte stehen. Toll, habt ihr gut gemacht. Habt ihr gut gemacht. James. Hier. Was? Achso, hier muss hin. Jawohl. Coole Sache. Das ist echt gut. Hey, are you okay? You look like you saw a ghost. I heard something weird in the woods. Oh. What did it sound like? I don't know, like a wolf or something. That's strange. Wolves haven't been anywhere near this area in like 200 years or something. Ja, aber wer Wolf? Wolf wäre schon. Are you sure it wasn't a bobcat? Their scream sounds like a person dying. Maybe it was the Wolfman. Oh, the Wolfman. Okay, yeah. What is that? Come on, Jack. Don't be ridiculous. What? He could be real. You know the stories too. Yeah, I do, and it's made up. What's the Wolfman? Just a bit of an urban legend around here. I swear, I saw him in the woods one time after a party. Ja, kommt drauf an, was du getrunken hast, was? Genau, James sagt gerade. And how many drinks did you have that night? I don't know. A few. I really did see something though. It was big and tall with bright eyes. Is that why you choose this place, Jack? Chose this place, Jack? Maybe. I can't believe you. I'm sure it was probably nothing. Just freaked me out a bit, is all. Yeah, even a wolf did find its way around you. We're probably fine. Just stay near the camp. Can we get this fire started now? It's getting cold out here. Yeah, I'm ready to relax. Fine, fine. I'll get it started. Okay. Ach, wunderbar. Ach, ja, jetzt können wir uns mal selber sehen. Wir wärmen unsere Hände nicht. Durch das Holz suchen sind wir aufgewärmt. Jane, what are you looking at? Huh? Oh, sorry, it's just that it's a full moon out tonight. So it is. Sure is pretty, huh? Yeah. Well, when you're done with admiring it, come get your food. It's getting cold. Okay, cool, thanks. Ja. Moment, schon fertig ist mit dem hier? Jane, what's up? Hey James. Nice night, huh? Yeah, it's quiet out here. Überall knackt es. Im Gehölz. It is just nice to get away from everything, you know? Relaxing. Genau. Spannt euch in der Gaming Lounge. Subscribe. Hey, want a drink? Ja, ich nehme ein. Sure, why not? Bier. Auto reset rotation. Beautiful. Okay. Cheers. Alright. So, Bier und. Gut. Was zum Geier? Not really my thing. Yeah, good Jane, good Jane. Ah. Oh, yeah. I
I should sit down before I eat. Hier oder hier? Nicht hier? Hier. Okay. Ist anders für James. Oh ja. Ja, ja, toll. Ich sehe aber keine leuchtenden Augen. Das wäre aber jetzt schon Zeit. Das hier sieht aus wie Hände. Knochenhände. Scroll slurp noises. Okay, gut. Ja. Okay. Ah, hier kommt er. James. Okay. It's so nice to see you guys again. Yeah, I'm glad I ended up coming. It's been a while, hasn't it? Since we were all together. Yeah, like almost a year now. You were right, the sky looks nice out here. Yeah, it's perfect. Nice to get away from all the light pollution. So, you guys want to hear the legend of the Wolfman? Oh great, this again. Hey, I know I can be obsessed with cryptid stuff sometimes, but this one is really creepy. Okay, sure, what is the Wolfman? Okay, so, it's an urban legend out here. About the man that used to own this property. Okay, also der, wie ich uns vorhin annahm, dem das Haus gehört. Aber bei sowas ist immer die Frage, wo hat denn der das herbekommen? Ja, wer war denn da zuvor? He disappeared a long time ago and there are stories that he never actually left. Because he's the Wolfman. And instead turned into a wolfman that lurks in the woods, attacking and eating animals and even humans. That sounds silly. It actually gets more twisted than that. He had a sort of animal sanctuary out here, with lots of dogs he would take in and take care of, and he lived completely alone aside from the animals. Ja, da kümmert er sich um die und dann frisst er die, wenn er Hunger hat. So when he disappeared, no one knew was gone for a long time. When someone finally came out to check on him, they found something truly terrible inside the house. All the animals had starved to death, locked inside rooms and cages, scratches and blood all over the walls and doors. Oh my god, that's awful. Yeah, and that's not even the worst part. They say some of the animals had even started eating each other. Some say it was the owner himself that ate them after he turned into the Wolfman. But really, it's just stories told to try and keep kids from coming out here and underage drinking. Of course, with all the parties that used to happen out here, stories were bound to be made up from the things people thought they saw or heard. There's even been a few missing persons out here. Yeah, that's really why people don't come out here anymore. Cops really started cracking down on the place after that. So why are we out here? The reason is for old time's sake. Plus all the danger makes it more exciting. You wouldn't want to hang out at any old campground, would you? It's okay, the most dangerous thing out here is deer and bobcats. Oh, and Jack here. Dangerously handsome, maybe. Yeah. Huh. Whoa! Hätte ich wohl doch länger nach unten gucken sollen. 22 Uhr. Zeit für einen Snack. Genug gesessen? It's been nice catching up, but I think I'm going to head to sleep. Yeah, same, today has me beat. Wait, before you go, guys, Jack and I have something to tell you.
All right. Oh? What is it? Ich glaube, dass der andere mitgekommen ist. Das war die Überraschung. Das, was jetzt kommt, ist ganz, ganz neu. Huh? Well, I guess I'll just say it. We're getting married. No way. It's impossible. Oh, cool. Yep. Finally decided to tie the knot. Wow, I'm happy for you guys. Ja, hoffentlich kommt jetzt nichts dazwischen. Setze dein entsprechendes gedankliches Wort bitte in die Lücke. Thank you. And of course I'm hoping you'll be my best man, bro. Oh Gott. Yeah, for sure, man. And I want you to... And I want you there too, Jane. Just like we used to talk about as kids. Sure, wouldn't miss it. Yeah. James? Hello? It's four? You guys go ahead. Jack and I are going to hang out a little longer, I think. Yeah. Okay. Wonderful. Hey, James. You can take the tent. I'm sleeping in the van. Ich hab gar nicht mehr. Oh, ich hab gar nicht mehr. Stand up. Go to tent. Go to tent. Go to tent. Moment mal. Ja gut, ich habe ja auch keine Taschenlampe. Kann man denn eigentlich hier so ein bisschen rumgehen? Oh wow, es ist neblig. I shouldn't wander too far. Ja. Wow, sonst alles dunkel. Hm. Nur zwei Lichtquellen. Ah, okay. Dann haben wir das geklärt. Wir können also gar nicht. Na dann. Gute Nacht. Okay, das ist unseres. Schön, dass es auch hier Optionen gibt, andere Tasten zu drücken, die ein bisschen ergonomischer sind und nicht die Finger brechen. Was machen die jetzt? Oh, no. Der Hausbesitzer kommt. Wo gehen die jetzt hin? Ach, in die Hütte. Ah, nee. Es kam mir fast vor, als wäre es wieder Tag geworden. Geisterstunde. Naja. Naja. Selbstschuld. Did I just hear a scream? It sounded like it came from the old shack. I should make sure everyone's okay. Bin ich wieder am... Achso, ich stand schon da. Nimm das Ding mit. Und aktivieren. Equippen. Da ist ein Tisch. Plötzlich aufgetaucht. Los geht's. Retten wir unsere toten Freunde. Also wahrscheinlich sind die wirklich schon tot. Müssen ja nicht beide überleben. Einer reicht ja. Oh. Oh. Oh ja. Der Wolfmann. Der Werwolf Wolfmann. Also für den zweiten Teil würde ich mir schon wünschen, dass man irgendwie... Gleich mal so ein Husch und dann so leuchtende Augen sieht. So gelb oder weiß. Guck dir das an hier. Das kannst du aber schnell übersehen. Ich habe das jetzt nur gesehen, weil ich direkt hingeguckt habe. Na klar, wie sonst. Ach, guck an, jetzt kann ich gar nicht mehr hier reingehen. Oh, da ist ein Schatten. Oh. Oh, die hat überlebt. Hey, ich bin hier. Oh, wieso kann ich da nicht hin? Moment.
Wir haben es wieder zurückgeräumt, bei sowas nehme ich mir immer Zeit. Spannung. Nein, nein, lass auf. Oh, ich kann gar nicht hier rein. Was ist das? Ah, Schlüssel. Warte. So, kann ich nur machen, wenn ich es aufhebe. Oh no. Ach du Scheiße. Geh mal her. Jane. What happened here? I don't know. Me and Jack were just out there, out here messing around and something attacked us. It all happened so fast. I couldn't really tell what was happening. But I think Jack is hurt, like really hurt. But this thing, it was so big and fast. He just picked him up and took him away like it was nothing. I think we have to go out of here. I don't know if we can help him. At least not on our own. Okay, we should get help. Yes, we need to get we need to get to the van. But Jack had the keys. I think he dropped them in here somewhere. We have to find them. Hab ich schon gefunden. Was? Warum guckt ihr so runter? Ja, ich hab das schon. Wir sollten jetzt wirklich hier. Komm, hau mal ab hier. Hey, I found the band keys. Let's get out of here. Thank God. Okay, let's go. Ach du Scheiße. Was machst du denn? Jack, is that you? Komm, wir müssen weg. Are you alive? Wahrscheinlich nicht mehr. Oh shit. Wow, okay. I have to get out of here. Oh ja, holy shit. Sie ist tot. Tot, tot, tot. Aber hey, wir müssen noch mal kurz gucken. Der ist hier hochgerannt. Ah. Okay. Jetzt muss ich trotzdem auf die Ausdauer warten. Moment mal, aber wo ist denn James? Müsste auch irgendwo sein. Ja. Ja. Jetzt haben wir bestimmt aufgehalten, oder? Oh, look behind. Okay, und wir sind tot. Puh, das ist eigentlich. Aber jetzt. Jetzt. Okay. What? Oh Gott, jetzt. Ja, alles rot. Ja. Wieso ist denn hier Gras im Auto? Oh shit. Oh no. Oh wow. Au, au, au. Das tat bestimmt sehr, sehr weh. Oh, wir werden fortgeschleppt. Okay. In das Haus. Oh, man. Fear the Moon by Johnny's Games. Coming soon. Ja, das schreiben sie alle rein. Chapter 1 end. Thanks for playing. If you liked it, consider wishlisting. I'm a solo dev, so it helps a ton. Ja, und es hilft auch mir als Content Creator hier. Das Ganze zu liken, zu kommentieren, zu sharen und zu abonnieren. Vielen Dank. Ja. Full Version coming very soon. Zweites Quartal 2024. Also, hat mir richtig gut gefallen. Ist auch ja, witzig.
Ja, Menüführung war auch ganz gut soweit. Und ja, ich möchte auf jeden Fall mehr erfahren, was mit dem Haus da innen drin war. Durch die Story haben wir jetzt ein bisschen was erfahren, durch diese Legende. Ist es wirklich so mit den Tieren? Wie ist es dem widerfahren? Und mit James. Also ist, ich weiß nicht so ganz bei James, also wo war denn der jetzt überhaupt? Der war ja nicht im Auto oder war der noch in dem anderen, oder war der jetzt in meinem Zelt? Gut, das kann natürlich auch sein. Aber irgendwie bei James, ich weiß auch nicht. Na gut, könnte was dran sein, könnte auch nichts dran sein. Denken wir einfach, dass was dran ist. Ja, dass man das Gebiet erforscht, hier mit dem Haus auf jeden Fall. Was vielleicht anderen Leuten passiert ist, finden wir vielleicht noch irgendwelche Überlebenden, ja, oder ähnliches. Das ist natürlich dann immer nochmal spannend zu erfahren. Ja, dass wir uns irgendwie befreien können. Also ich würde mal sagen, dass wir jetzt in das Haus geschleppt werden und dort vielleicht die andere sehen, die Freundin von uns. Ja, also Kapitel 1, richtig gut. Ausdauer passt soweit auch. Und soweit könnte man die Sachen auch finden. Ein paar bekannte Elemente drin, ja. Das mit dem Rotieren fand ich auch ganz gut. Außer wenn der Blickpunkt etwas anders war. Das gibt es eigentlich so nie direkt wieder zurück. Außer man geht raus und rein, ja. Aber nicht so, wenn man drin ist zum Wechseln. Und dann wieder auf den nächsten, letzten Standpunkt setzen. Ja, aber wie gesagt, das sind nur kleine Sachen. Ansonsten Soundkulisse mit dem Knacken. Ja, und ich hoffe, dass da im zweiten Kapitel und dritten dann nochmal so feine Steigerungen sind, das macht sie dann immer ganz rund. Das muss jetzt kein extremer Grafiksprung, Soundsprung oder sonstige Sachen sein. Ja, das wird dann am Ende zu nichts Guten vielleicht und zerstört vielleicht so ein bisschen das Ex die Ex na, die die Erfahrung dazu, wenn man so sagen möchte. Ja, ansonsten lief das soweit rund. Ja, hat mir richtig gut gefallen. Johnny hat sie gut gemacht. Ja, also ich freue mich sehr auf den zweiten und dritten. Und ja, spätestens Ende Juni, ne? Wir wissen ja, wie das ist mit den Zeiträumen. Aber hier sage ich mal, lass dir Zeit, weil du bist ein einzelner Entwickler. Ja. Also 5 von 5 Twitcher-Sternen. Hat gefetzt. Coole Story, Atmosphäre. Ja. Wunderbar. Gut, Game of Thrones, das war's mit einem weiteren Indie-Horror-Game. Vielen Dank fürs Reinschalten, kommentieren, liken, teilen und so weiter abonnieren. Vielen Dank für den Support und dann sehen wir uns beim nächsten Indie-Horror-Game-Video wieder. Ansonsten checkt man die ganzen anderen Links aus für die Streams. Vielen Dank, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Twitcher live aus der Gaming Lounge. Dankeschön und.